Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge Metro 2033 Redux. In der letzten Folge haben wir da so stealth wie möglich, was eigentlich ziemlich stealth war meiner Meinung nach, das ganze Lager da aufgerammt und sind mit dem Bourbon mit und haben jetzt endlich seine AK da. Wir werden jetzt dann in den Raum gehen und schauen, was uns noch so erwartet. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl, sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Oh. Fuck, ist das Bourbon? Na, Bourbon. Wow, wer ist das? Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Okay, er ist grün. Er ist okay. Also grün markiert, nicht grün. Hm. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Was heißt für einen wie ihn? Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen. Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Da wäre noch AK. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Hm. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Oh nein, ich komme schon mit. Hey, wo ist er? Also. Hauptsache, da ist eine Tür offen. Eine kluge Entscheidung. Okay. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Ja, haben wir gesagt. Er hatte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Armer Bourbon. Der hat uns echt viel geholfen. Aber ja, wie gesagt, irgendwer hat uns geholfen. Das waren halt nur wir. Anscheinend war das der Khan. Oh, da können wir das abbrennen. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Ja, nice, dann gehen wir durch, oder? Was denken sie die Leute eigentlich dabei? Sie wissen, dass wir hier sind. Wer ist sie? Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. What the fuck? Okay, bleib nicht zu lange. Hab's verstanden. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Alles klar. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Hm. Ja, gut, dass wir durchgehen. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Hey, das ist so ein cooles Auto. What the fuck? Immer nach vorne schauen. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Oh mein Gott, da. Hey, ich hab die Silhouette nicht berührt. What the fuck, als hätte die Silhouette berührt. Okay. Okay. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Außerdem habe ich wieder fast kein Licht mehr. Achso, okay, das ist okay, einiges. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wer verwenden kann. Wer ist das? What the fuck? Nein, ich kann mich noch ganz leicht an den Tunnel erinnern, dass damals irgend sowas war, aber das habe ich nicht so intens in Erinnerung. Konzentrieren. Nein, ich berühre jetzt gar nichts mehr. Alles klar.
Irgendwie würde da nicht ein. Das heißt mal, wie ich in so ein Ding eingegangen bin. Wow, okay. Bin ich fast abgestürzt. Mama? Wo bist du? Oh. Okay. Ich kann nicht durch ihn durchgehen, aber er durch mich schon. Voll ungerecht. Zur Seite, Artyom! Ah, das kann mir noch erinnern. Das ist cool. Durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Warum sind wir dann da? Soll ich da mal wieder seitlich drüber? Okay, schon dazu aus. Gehen was wir. Ist das? Gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Ja, nice, die sollen eher weg. Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay. Wird gemacht. Castone Lapio Asterio Manto. Castone Lapio Asterio Manto. Alom Rom Om. Alom Rom Om. Castone Lapio Asterio Manto. Castone lapio asterium alom rom om alom rom om. Kennt ihr euch noch an das Kind erinnern, wo ich gesagt habe, da sollte mal zum Psychologen gehen? Der Typ sollte das vielleicht auch machen. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Okay. Ja, wieso auch nicht? So, ist da oben irgendwas zum Einsammeln? Nope. Das heißt, es ist, glaubst du, dass ich da ein bisschen echter mache oder so? Ich liebe Spinnen. Spinnen sind richtig, richtig geile Dinger. Sind sogar eines meiner Lieblingstiere. Ratten übrigens auch, sind auch sehr cool. Tote Menschen sind nicht so meine Lieblingstiere. Vor allem, wenn sie keine Finger mehr haben. Nämlich irgendwie genau die wichtigsten Finger. Oh ja. Ich weiß nicht, aber wie kann man aus den Dingen Wodka machen und das dann auch noch trinken? Freiwillig. So. Das war mein Mate. Ah, das war die Ratte. Das ist sicher nicht gut, da durchzulaufen, aber da ist sicher irgendwas versteckt. Ja. Und ich glaube, Schrotmunition kann man in dem Spiel echt gut brauchen, weil die Nosalis-Dinger da, die Schleicher, sind jetzt irgendwie sehr immun gegen andere Munition. Oder schlucken zumindest ganz viel. Wenn ich einsteige, ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Okay. Ich wollte es eigentlich absetzen. Aus dem Grund. Aber ist wahrscheinlich nur mein Geigerzähler. Konzentrieren. Irgendwie ist es da hinten, glaube ich, nicht so angenehm. Achso, ich kann nur durch. Sorry.
Das Ding lebt sicher bald wieder. Dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Das ist eine abgesägte Schrotflinte. So was gibt's da? Das ist aber nicht in Erinnerung. Aber ja, cool. Übrigens, das Spinnennetz verbrennen hat den Vorteil, dass ich mich schneller bewegen kann. Weil sonst hänge ich immer ewig in den Spinnennetzen drinnen und das ist irgendwie nicht so nice. Werde ich da jetzt wieder machen. So. Konzentrieren. Oh. Ist das da vorne schon wieder so eine Anomalie? Oder was ist das? Oder ist das ein Licht? Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Nicht bewegen. Das ist ein Licht. Okay. Ziemlich beeindruckend, das Ding. Und das Licht ist jetzt hin. Sieht mir als Gegner an, sagt im Fadenkreuz. Nice, das Ding. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Tatsächlich Anomalie. Ich kenne das, wie ich schon einmal gesagt, nur aus Stalker. Nicht cool. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Die Dinger erinnern mich so extrem an Half-Life 2. Jeder, der es kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war ein geiles Spiel. Kommt vielleicht da irgendwann einmal, wenn ihr das wollt. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vorsichtig. Oha. Ohne Unterkiefer. Wieso kommen wir eigentlich immer an so Orte, die jetzt irgendwie nicht so gesund ausschauen? Mann, das gibt's für Moon. Ja, scheiße! Okay, das Ding vertragen ist nicht so gut. Die Viecher kommen zurück. Oh, wow. Die halten so extrem voll aus. Wie soll ich da jemals lebend rausgekommen? Okay, hab's geschafft. Was schon einmal eher gut ist. Hä? Stillhalten, nicht einmischen. Oh. Ja, wie soll ich stillhalten, wenn die alle auf mich zukommen? Oh, Anomalie. Die ist sehr hell ist. Ich will sowas haben. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Nice. Der Waffen, der Anomalien abschießt, wäre praktisch.
auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Hey, da hat sogar einen Motor. Voll das Luxusding. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Geht das Ding nicht schneller? Das wäre nämlich, glaube ich, ganz praktisch. Ah, doch. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Ja, nice. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Und wir fahren dorthin, natürlich. Aber naja, wenn es auf dem Weg zur Polis liegt... Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Max, das ist schon viel beliebter als der Burden. Oh. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Okay, einerseits finde ich es gerade geil, dass wir da so ein bisschen herumlaufen können. Andererseits weiß ich nicht, inwiefern das gescheit ist. Anscheinend nicht besonders. Ja, nicht besonders trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ich meine, desto mehr ich mich da im Hintergrund halte, desto mehr Moon spoil, was auf weite Sicht da wieder nicht so blöd ist. Alles klar. Leider ist das Licht generell irgendwie in dem Spiel nicht so ganz stark. Das so gern da alles erkunden. Aber ich weiß nicht, wie viele Wellen da noch kommen. Okay. Da haben wir eh genug Munition. Und jeder getroffene Schuss ist ja eh gut. Genau wie ich sag, dafür sind natürlich wieder zwei. Also ich hasse so Wellensachen eigentlich, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das nämlich extrem unspektakulär und sehr einfallslos. Würde mir um einiges besser gefallen, wenn ich da irgendeine spezielle Aufgabe hätte. Das wäre um einiges spannender, glaube ich, zum Spülen und zum Zuschauen. Als wenn da einfach Wellen von Gegnern auf einen zulaufen, das ist irgendwie nicht so spektakulär. Ist sehr actionreich, aber nicht spektakulär. Danke. Okay. Schaut gut aus. Jetzt können wir uns, glaube ich, mal umschauen. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja genau, springen wir halt an. Zum Glück habe ich mein Gasmaske nicht auf, das wäre echt problematisch. Und außerdem habe ich gerade über 100 Schuss verbraucht. Okay. Ich bleibe jetzt einfach da hinten. Ich habe keine Munition mehr. Okay. What the fuck? Was brauchen die Jungs denn so lange? Soll ich hier noch bis morgen rumstehen? Wie lange dauert die Mission bitte? Und warum rennen da hinten Kinder? Ah, okay. Und da kommen die nächsten. Ah. Eine bescheuerte Stelle hier. Hier kommt auch in 100 Jahren keine Karawane vorbei. Ja. Ich meine, ich hätte theoretisch hätte genug Moon, aber die Militärmoon würde ich da echt nicht verschwenden. Muss ich da vielleicht irgendwas machen? Wow. Okay. Aha. Oh! Ah, okay. Anscheinend haben wir einen Auftrag, von dem wir nichts wissen. Das ist ja schon einmal gut. Ist da vielleicht auch irgendwas? Außer Safe Point. Also ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Das schaut mir eher nach Betten aus. Hä? Gibt's da echt nur so ein Ding? Anscheinend gibt es nur einen so einen Sprengort. Sagt sie mir irgendwas? Verdammt, ist das unheimlich. Na. Dann müssen wir mal weitersuchen. Da oben war nichts mehr. An alle, die es kennen und sie jetzt denken, what the fuck, was tut der eigentlich? Ich kann es nachvollziehen. Genau. Warum rage das Viech auf einmal? Ah, okay, wir haben nichts auf. Das erklärt wieder irgendwie nett, warum das so ist. Aber ja. Ich werde es einfach riskieren und da vorne bei den Typen einlaufen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Nix. Okay. Ah, das Ding ist schon einmal cool. Wenn mir wenigstens irgendwer gesagt hat, was ich machen soll. Oh,
außer die ganzen Dinger da killen. Oder es zumindest zu versuchen. Ich befürchte nur, dass das ganz gleiche Ding auf der anderen Seite auch noch steht. Kann das sein? Nein, okay. Dann werde ich jetzt wieder zurücklaufen und schauen, ob dem irgendwas sagen kann, was sie mit dem Sprengsatz oder was immer das sein soll machen kann. Ich meine, ich kann mir vorstellen, was er damit machen kann. Aber ja. Okay. Da stimmt was nicht. Anscheinend nix. Ist da noch so ein Sprengsatz? Das mit der Granaten hat das so gut angefangen eigentlich. Aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Weil da ist ja nirgends irgendwie was markiert, was ich tun soll. Da irgendwie auch nirgends. Vielleicht muss ich jetzt da durch? Nein. Da ist es anscheinend auch nicht. Dass ich das da irgendwo her tun muss und das sprengen muss. Tricky. Wahrscheinlich ist es extrem obvious, ihr alle Zuschauer denkt euch gerade so, what the fuck, was tut er eigentlich da die ganze Zeit? Und ich übersehe es einfach nur. Die ganze Zeit schon. Aber ja, so ist das. Jetzt bin ich da echt schon jeden Fleck abgelaufen und habe das noch immer nicht gefunden. Kann ich mit einem von euch reden? Oder jetzt habe ich noch eine Idee, was ich noch machen kann. Und zwar das. Anscheinend ist es doch da. Und was ist es? Zerstören Sie den linken Tunnel mit einer Bombe. Ja, nice, aber wohin? Muss ich da links aufspringen? Ich laufe es lieber mal. Ja gut, das hätte ich natürlich früher auch schon aufschauen können. Tut mir jetzt natürlich leid, nämlich wirklich. Sehr angenehmer Ton. Jupp, tut mir leid, Jungs und Mädels, die mir zuschauen. War nicht beabsichtigt, dass das so lange dauert. Und jo. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer.
und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Ja, nice. Gehen wir. Okay, bevor wir dann mit dem aber mitgehen, gehen wir einfach mal mit dem mit. Okay. Station also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Okay, ja. Bevor wir jetzt aber in die Waffenkammer gehen oder weitergehen, werde ich die Folge da beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr mir nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Und ja, in dem Sinne dann einmal ein bisschen längere Folge und ciao!